Wahlfälschung, EU-Sanktionen, vollstreckte Todesstrafen, erschütternde Nachrichten aus der weißrussischen Hauptstadt. Trostlos und grau ist das Leben hier dennoch nicht, vor allem nicht nachts. Wirtschafts- und Finanzkrise? Fehlanzeige. Im Minsker Club Dossary trifft sich alles, was schön und reich ist. Wenn hier eine Diktatur herrscht, dann höchstens die der exklusiven Unterhaltung. Und die können sich mehr Weißrussen leisten, als man erwarten würde. Dieser Club ist gut. Hier gibt es ein schönes Elitepublikum. Ich gebe hier immer um die 600.000 oder 700.000 Rubel aus. Umgerechnet 60, 70 Euro. Nicht wenig in einem Land, in dem der Durchschnitt nur 300 Euro verdient und Inflation die Preise enorm ansteigen ließ. Im Dossary spielt das keine Rolle. Unser Konzept ist, dass zu uns reiche, erfolgreiche und schöne Menschen kommen, die Geld ausgeben können. Wir schenken ihnen einen Traum, den wir mit Hilfe von Auftritten, Freakshows, berühmten Musikern und vielen Spezialeffekten ermöglichen. In Weißrussland gibt es keine Konkurrenz für uns. Trotz herrschender Planwirtschaft etablieren sich in Weißrussland zunehmend Nischen der freien Marktwirtschaft. Immer mehr Unternehmer, Manager, künstlerische Freiberufler wissen, wie sich Geld verdienen lässt und auch, wie anstrengend das sein kann. Oh, nachts zu arbeiten ist schrecklich fürs Privatleben. Ja, ich habe eine Beziehung und es ist wichtig, dass mein Partner mich verstehen und unterstützen kann. Ich fühle gerade eine sehr große Müdigkeit und würde am liebsten ans Meer fahren. Eröffnet wurde der Nobelclub im letzten Sommer, mitten in der schwersten Wirtschaftskrise, die das Land seit seiner Unabhängigkeit erleben musste. 600.000 Menschen verloren laut offizieller Statistik ihre Arbeit. An Oleg Usow ist dieser Kelch vorbeigegangen. Er hat vor einigen Jahren ein kleines Unternehmen gegründet, das ganz gut läuft. Er organisiert Partys und bietet Unterhaltungsshows für Clubs und verschiedene Veranstaltungen an. Auch wenn uns noch nicht ganz klar ist, was Oleg hier eigentlich genau tut, der frühere Lehrer für weißrussische Sprache hat es immerhin so weit gebracht, dass er von seinen Späßen und Auftritten leben kann. Als ich mich mit Theatergeschichte beschäftigt habe, habe ich entdeckt, dass es ein Wort für das gibt, was ich mache, und das ist das Wort Joker. In jedem Kartenspiel gibt es einen Joker, der den König und die Königin unterhält. Er ist derjenige, der Spaß und Witze macht. Joker, он переводится как шутник и приколист. Ob Hofner, Harlekin oder Joker, Olegs Auftragsbuch ist voll. Der einzige Haken ist, dass seine Auftritte hauptsächlich nachts stattfinden, und das zerrt an den Kräften. Heute hatte ich schon sehr viel Arbeit, deswegen herrscht hier so ein Chaos. Ich komme oft in dieses Lager und habe keine Kraft mehr, noch irgendwo hinzufahren. Deswegen habe ich im Winter hier viel Zeit verbracht. Das ist ein Santa-Claus-Kostüm. Mit ihm habe ich mich oft hier hingelegt und geschlafen. Nichts da. Schlafen kann Oleg schließlich auch noch nächsten Monat. Es ist 1 Uhr und ein Auftritt im Club UFO steht an. Im Gepäck hat er sehr aufwendige Kostüme. 3/4 seines Einkommens steckt er in seine Kostüme und Requisiten. Pro Auftritt verdient er etwa 30 Euro. Manchmal würde ich mir am liebsten ein paar Spritzen geben, um einen großen Bizeps zu haben und auf der Bühne einfach nur mein Hemd auszuziehen. Ich komme fast immer mit großen Taschen zur Arbeit, voll mit schönen Kostümen. Und dann sehe ich diese Stripperinnen mit Unterwäsche und kurzem Kleidchen und einem klitzekleinen Täschchen. Und manchmal beneide ich sie echt darum. Aber dann verstehe ich, dass ich meine Lieblingsarbeit mache. Du
Sich verwandeln, Aufsehen erregen, Leute zum Staunen und Lachen bringen. Das ist Olegs Metier. Im Club UFO treibt er themengerecht natürlich als Alien sein Unwesen. Für die Menschen in Minsk gehörte eine sogenannte Freakshow zum festen Clubprogramm. Was genau sie daran gut finden, bleibt uns verborgen. Uns und jenem, die zur selben Zeit in der staatlichen Bäckerei arbeiten. Produktionsleiterin Janina Tarasiewicz ist heute Nacht nur uns zuliebe hier zugegen. Stolz zeigt sie uns, wie täglich 60 Tonnen Brot und Brötchen für Minsk hergestellt werden. Bäckermeister Marcinko ist wie sie schon 30 Jahre lang in diesem Werk tätig. Allerdings arbeitet er im harten Drei-Schicht-System. Es ist inzwischen schwerer, weil ich älter geworden bin. Es ist physisch schwerer geworden. Der Biorhythmus, meine Körperuhr hat sich verändert. Tag und Nacht sind vertauscht. Wenn alle Menschen schlafen, arbeite ich und wenn alle arbeiten, erhole ich mich. Brotversorgung und Brotpreis stehen unter staatlicher Aufsicht in Weißrussland. Dieser Bäckereibetrieb ist zwar nicht der größte in Minsk, aber der modernste. Fast alles läuft automatisch. Die Öfen sind deutsche Fabrikate, die vom Computer gesteuert werden. Wir sind mit den deutschen Produzenten per Internet verbunden. Wenn wir Probleme haben, dann rufen wir unsere Kollegen in Deutschland an. Wir stoppen die Produktion, sodass die Kollegen in Deutschland alles überprüfen und den Fehler korrigieren können. Die Belegschaft ist vornehmlich weiblich. Nur 4 Männer gibt es unter den Angestellten und denen wurde von den Frauen ordentlich der Kopf gewaschen. In meinen 30 Arbeitsjahren hier habe ich die psychologischen Nuancen bei den Frauen kennengelernt. Ich verhalte mich inzwischen anders zu den Frauen. Ja, wissen Sie, ich habe früher gedacht, wie alle Männer, dass die Frauen nicht so klug sind. Aber heute kann ich das nicht mehr sagen. So, ein Mann, der aufgewacht ist. Nur gut, dass das keine von den Frauen gehört hat. Es ist 7 Uhr morgens. In einer halben Stunde ist die Schicht geschafft. Die 1,8 Millionen Metropole Minsk geht in den Tag und alle Nachteulen und Moonlight-Jobber ins Bett. Vom wirtschaftlichen und politischen Druck, der derzeit auf Weißrussland lastet, ist auf der Straße nichts zu spüren. Das Etikett der letzten Diktatur Europas hängt den meisten Weißrussen aber zum Halse raus. Sie wünschen sich, dass die Menschen das Land unvoreingenommen selbst erkunden. Tatsächlich kommen immer mehr, vor allem junge Interessierte, als Touristen nach Minsk, sodass letzten Sommer das erste Hostel eröffnen konnte. Ein junges Ehepaar leitet es und bisher war es noch nie leer. Die Arbeit haben Sergej und seine Frau im 24-Stunden-Dienst aufgeteilt. Soja führt uns ein wenig durch das Haus und zeigt uns zuerst den Gemeinschaftsraum. Jeder Gast, der im Hostel wohnt, darf in die 3. Etage hinaufgehen und Tischtennis oder Tischfußball spielen. Den Raum benutzen wir auch für verschiedene Versammlungen, Seminare und Workshops. Unsere Gäste dürfen auch die gesamte Küche benutzen. Hier können sich 25 Personen aufhalten. Sie können hier selber essen, kochen und müssen dann nur alles aufräumen und das Geschirr abspülen. Die meisten machen das akkurat. Es gab noch keine Unordnung. Inzwischen ist Sergej schon 12 Stunden auf den Beinen. Neue Gäste trudeln ein. Die meisten kommen aus Russland, aber auch Brasilianer und Australier waren schon zu Besuch. Die Krise bremst allerdings die Reiselust der Weißrussen. In Belarus gab es im letzten Jahr eine so große Verarmung der Menschen, dass sich sehr viele Organisationen das Reisen nicht mehr leisten konnten. Sehr viele mussten auch auf Dienstreisen verzichten. Einige baten um große Preisermäßigungen. Etwas Positives hat die Krise aber doch. Dank ihr hat Lukaschenko eingesehen, den privatwirtschaftlichen Sektor mehr zu fördern. Auf eine schnelle Modernisierung der Wirtschaft macht sich Sergej allerdings keine große Hoffnung. Wo er lebt,
braucht man viel Geduld. Dass dies kein Land ist, in dem das Volk irgendetwas entscheidet, stört auch diese Jungs gewaltig. Sie rebellieren gegen das System und Disziplinierung jeder Art, und zwar auf ihre Weise. Natürlich ist das nicht legal und natürlich gibt der Reiz des Verbotenen einen gewissen Kick. Uns erkostete Banja, wie sich dieser Sprayer nennt, schon mal 1.000 Dollar Strafe. Ich mag es lieber, schnell zu malen. Ich habe zwar nichts gegen farbige Graffiti, aber schnell gemalte Graffiti sehen effektiver aus, weil du sie auch an den unterschiedlichsten Orten malen kannst. Ärger mit der Miliz hat er schon, Ärger mit dem KGB soll nicht dazukommen. Ein Gespräch über das autoritäre Regime blockt er ab. Ich denke, das hat mit Politik zu tun. Darüber will ich nicht sprechen, weil ich unabhängig bin. Ja, natürlich bin ich gegen all das hier, aber ich mache nur Graffiti. Ohne Frage, Banja hat einen eigenen Ausdruck für seinen Protest gefunden. Frei von der Angst, zu viel zu sagen, ist aber auch er nicht. Der Sicherheitsapparat funktioniert. Vom Rebellen zu einem Debattierclub junger, konservativer Studenten. Sie sehen ihr Land eingekeilt zwischen Russland und der Europäischen Union und sehnen sich nach einem eigenen weißrussischen Weg in die Zukunft. Die westlichen Massenmedien stellen Weißrussland als ein Tschernobyl dar, als einen Ort, wo man nicht leben kann. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Ich bin zwar gegen die heutige weißrussische Führung, aber ich bin auch gegen die Dämonisierung der weißrussischen Seite. Vor 3 Jahren hat Pjotr den Club Nomos gegründet. Seitdem diskutieren sie die Nächte durch über einen Weg jenseits von Faschismus, Sozialismus und Liberalismus. Wir sind gegen Globalisierung, für nationalen Partikularismus. Jede Region soll sich nach ihrer Tradition und Mentalität entwickeln. Deswegen sind wir gegen jede Bevormundung. Die Europäische Union und das Modell des Liberalismus haben die Menschen in die Krise geführt. Klingt wie aus dem Munde der klassischen rechtspopulistischen Parteien in der EU. Ganz und gar unpolitisch stürzen wir uns in die samstägliche Nacht. 0 Uhr öffnet jede Woche ein Markt seine Pforten, den die Minsker zu lieben scheinen. Ein Büchermarkt. 120 Stände werden jedes Mal in der Sporthalle aufgebaut, die dann von 4.000 bis 6.000 Kunden durchforstet werden, weil die Bücher hier preiswerter sind als in den Geschäften. Auch Urologe Jewgeni Schablinski weiß das zu schätzen, aber nicht nur das. Wenn du tagsüber Einkäufe machst, ist das gewöhnlicher Alltag. Aber hier herrscht ein besonderer Geist. Hier gibt es sehr viele Sinnesgenossen. Minsk ist eine große Stadt, aber hier kann man einen besonderen Kreis von Menschen finden. Intellektuelle und Bücherwürmer eben. Viele sagen zu diesem Markt auch Club. Hier findet man nicht nur Bücher, CDs und DVDs, sondern auch gute Gespräche und ja, auch Freunde. Jewgeni hat seinen Lieblingsstand bei Dima gefunden. Eigentlich ist er Lehrer. Das hier ist eine Möglichkeit, zusätzlich zu jobben. Meine staatliche Arbeit wird nicht so gut bezahlt, wie man es eigentlich braucht. Auch bei den Weißrussen ist die Konsumgesellschaft angekommen. Auch sie wollen teilhaben an der bunten Warenwelt, am Strom der Zeit. Die langweiligste Stadt der Welt, wie Brecht gesagt haben soll, ist Minsk jedenfalls nicht.